Geistesfreiheit hatte gegen den Erlass geklagt, musste aber vor einem Jahr vor dem Bayerischen Verwaltungsgericht eine Niederlage einstecken. Heute hat das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig entschieden, ob das Kreuz bleiben muss oder nicht. Und vor wenigen Minuten ist das Urteil gefallen und das heißt, die Kreuze dürfen bleiben. Fragen wir mal nach bei den Klägern, also auf der Klägerseite. Assunta Tamileo ist mir jetzt zugeschaltet. Sie ist stellvertretende Vorsitzende des Bundes für Geistesfreiheit in München. Hallo Frau Tamileo. Ich würde Sie gleich als erstes fragen. Guten Tag, hallo, ich bin. Wie sehen Sie denn das Urteil? Wie ist Ihre Reaktion darauf? Also als Vorsitzende des BFG München bin ich natürlich nicht gerade begeistert, aber wenn wir uns mit der bayerischen Staatsregierung nicht einigen können und deswegen natürlich gezwungen sind, den Rechtsweg in einem Rechtsstaat zu beschreiten, dann müssen wir natürlich selbstverständlich auch damit umgehen, dass das Hohe Gericht sich unserer Rechtsauffassung nicht anschließt und dann geht der juristische Weg eben weiter. Schauen wir mal. Entschuldigen Sie, dass ich Sie gerade als Stellvertreterin bezeichnet habe, natürlich die Vorsitzende. Das Gericht argumentiert, die Neutralität des Staates ist zwar verletzt, aber ein Eingriff in die Grundrechte der Kläger nicht. Wie sehen Sie das? Das sehe ich natürlich ganz anders. Diese Begründung können wir natürlich nicht nachvollziehen, dass man klar und deutlich im Eingangsbereich einer jeden Behörde in Bayern also sichtbar ein Kreuz aufhängt, um damit zu erreichen, dass man es am besten im Vorbeigehen nicht bemerkt. Das erschließt sich nicht wirklich, weil vorher hing ja da auch nichts. Dann ist die Frage, wozu es das jetzt braucht, wenn es eh keine Wirkung haben soll. Sie haben ja schon einmal geklagt in Bayern. Dort sind Sie unterlegen. Das ist jetzt also das zweite Mal, dass Sie unterlegen sind. Wie gehen Sie jetzt weiter vor? Also ich bin natürlich keine Juristin, wir haben ja deswegen einen Rechtsanwalt an unserer Seite, aber ich gehe davon aus, dass wir den Rechtsweg bis zum Bundesverfassungsgericht weiter bestreiten. Herzlichen Dank, Frau Tamileo, für diese Einschätzungen. Dankeschön. Also auch in den Kirchenkreisen ist der Kreuzerlass sehr umstritten gewesen. Deswegen fragen wir jetzt noch einmal nach bei jemandem, der sich auf diesem Gebiet sehr gut auskennt. Ich begrüße Pfarrer Rainer Maria Schießler in München. Herr Schießler, wie sehen Sie denn das Urteil? Hör mal. Ich habe es eigentlich so erwartet. Ich, als ganz persönlich, als praktizierender Christ, ich empfinde es ein bisschen als Sturm im Wasserglas. Für mich als Christ ist das Kreuz ja ein Glaubenszeichen. Und ich käme nie auf die Idee, jemanden mit diesem Zeichen zu bedrängen. Und es ist ja immer klar formuliert worden, dass der Ministerpräsident diesen Erlass machen wollte und gemacht hat, weil es ein Wertesymbol ist und das für unsere Kultur, für unsere christliche Kultur in Bayern steht. Aber dass es kein religiöser Impuls ist, den er jetzt da betreibt. Darum kann ich die Aufregung beim Bund für Geistesfreiheit nicht so verstehen. Auch wenn das Verwaltungsgericht jetzt gesagt hat, dass die Neutralität natürlich nicht ganz gewahrt ist mit diesem Urteil. Aber niemand denkt daran, glaube ich, in den politischen Kreisen, dass man jetzt meint, unbedingt christianisieren zu müssen. Was wir damals kritisiert haben, auch Bischöfe an dem Vorgehen vom Ministerpräsidenten, war, dass man nicht mit uns gesprochen hat. Weder mit den Kirchen noch mit den anderen Religionen, weil es ist ja doch ein Symbol, das zunächst einmal unser Glaubensausdruck ist und nicht ein Wappen oder Wappentier oder Bild von einem Bundespräsidenten oder einem Ministerpräsidenten, das man aufhängen soll. Also das gemeinsame Gespräch vorab hätte viel, viel Diskussion vielleicht erspart. Ich weiß, wie das damals gefallen ist. Die ersten, die mitreagiert haben, waren die Studentenschaft in Regensburg. Und da kam dann dieser furchtbare, in meinen Augen und Ohren, furchtbare Satz, wir werden den Balkensepp nicht aufhängen. Sowas tut mir weh. Und ich danke der Frau Assunta Tamileo und liebe Grüße an Sie, dass sie nie zu dieser Sprachweise sich hinreißen lässt. Große Hochachtung da meinerseits. Ist denn mit diesem Urteil für Sie das Thema erledigt? Nein, Frau Tamileo hat gesagt, sie werden eine Stufe weitergehen bis zum Bundesverfassungsgericht. Und sie hat aber auch gesagt, wir müssen uns einigen. Ich würde eigentlich diesen Weg vorschlagen. Könnte man sie denn nicht jetzt nach der zweiten
Anführungszeichen Niederlage für den BFG, könnte man sie nicht jetzt hinsetzen und irgendwie eine Einigung erreichen. Ich würde gern von meinen Erfahrungen erzählen, wie es mir geht. Also mich stört es überhaupt nicht, wenn ich irgendwo kreuze. Gegenteil, ich fühle mich dann heimatlich empfangen. Gell? Und es tut mir gut, wenn ich ein Kreuz sehe, aber ich möchte auch keinen Kult daraus machen. Und wenn ich in der Schule bin, wissen Sie, ich bin Lehrer. Und ja. Nur ganz kurz, Entschuldigung, wenn ich Sie nochmal unterbreche, aber wenn Sie sagen, Sie hätten gerne einen Kompromiss, es wurde doch einmal ein Kompromiss vorgeschlagen, dass neben dem Kreuz ein Hinweis aufgestellt werden sollte. Würden Sie das zum Beispiel als einen Kompromiss akzeptieren? Finden Sie das gut? Ja, braucht man das? Ich weiß nicht, da haben wir vor mir nur eine Plakattafel auch dabei. Ein Kompromiss, da müsst du mehrere Möglichkeiten, ich möchte mehr hören. Das kann doch nicht der einzige Kompromiss sein, dass man sagen, hier ist ein Kreuz, du musst dich nicht angesprochen fühlen oder was auch immer. Ich weiß nicht, das würde mir jetzt nicht gefallen. Ich müsste mir nur mehr Ideen überlegen. Nein, was ich erzählen wollte, wissen Sie, wir Pfarrer stecken an so Diskussionen drin. Sie haben eine Klasse mit Schülern oder kommen Eltern von einem Kind und die sagen, sie möchten das nicht, dann habe ich nicht das Recht zu sagen, ihr müsst. Das geht nicht. Da muss ich mich mit denen auseinandersetzen. Und wenn wir so eine Regelung finden, dass wir zum Beispiel sagen, dass die Religionsklasse in einem Klassenzimmer sich befindet, wo ein Kreuz sichtbar ist, dann haben wir auch wieder einen Kompromiss gefunden. Wir müssen so Obacht geben und wir müssen uns vor allem auf unsere Wurzeln berufen. Und die sind beim Apostel Paulus, der gesagt hat, das Kreuz darf nicht das Ärgernis sein. Und wir wollen keine mit unserem Glauben verletzen. Und so spricht es halt als Pfarrer. Und da müsst ihr halt schauen, was will die Politik? Blume, damals Generalsekretär, heute Wissenschaftsminister, hat alle, die dagegen gesprochen haben, auch uns in der Kirche als Religionsfeinde bezeichnet. Irgendwann mich schüttelt's. Ich bin ein Pfarrer, ich bin ja kein Religionsfeind. Und da sieht man, wo so eine Diskussion, wenn sie nicht ordentlich geführt wird, welche abartigen Ausmaße, die annimmt. Und das will ich nicht. Ich will kein Religionskrieg. Ich will ja keine Religionspolizei. Ich weiß ja nicht, wo das dann hinführt. Dürfen wir dann auf staatlichen Grund keine Wegkreuze mehr haben, keine Bergkreuze? Da wird dann eine Rutsche aufgemacht, die wir vielleicht gar nicht mehr bremsen können. Also ich sage immer vorsichtig, leise sein, langsam und immer viel miteinander reden. Ich weiß ja nicht, was in den 5 Jahren miteinander gesprochen worden ist oder ist nur geklagt worden. Ja. Wir haben nur ganz kurz, wir haben auch versucht, noch einige Kirchenvertreter zu finden, die uns einen Kommentar zu diesem Urteil geben. Wir haben aber keinen gefunden. Was halten Sie davon, dass außer Ihnen keiner sich dazu äußern wollte? Ja, das habe ich mir fast gedacht, als ihr bei mir gefragt habt. Der BR kommt dann immer, wenn die anderen nicht wollen. Das ist mir aber völlig egal, weil mich das Thema ja persönlich als Christ berührt. Das weiß ich nicht. Ich müsste anderen fragen, warum wollt ihr nicht sagen, manche geben grundsätzlich keine Interviews, weil die Karriere schädlich sein können. Davor habe ich auch keine Angst mehr. Karriere ist schon längst im Arsch. Alles gut. Nein, mich interessiert das Thema als solches. Und ich, wie gesagt, ich kenne Frau Tamaello persönlich und ich möchte nicht, dass solche Auseinandersetzungen uns entgleiten. Vielen Dank, Pfarrer Schissel, für diese klaren Worte. Herzlichen Dank für das Gespräch. Gerne. Danke. Ja, Wiederschauen. Auch im Netz wird inzwischen heftig kommentiert. Viele von euch haben das Urteil bereits mitbekommen und haben es kommentiert. Wir haben einige von Ihnen zusammengestellt. So schreibt zum Beispiel Alexis: Für mich ist und bleibt das eine Verletzung der Neutralität des Staates. Ansonsten müssten auch Symbole anderer Religionen zugelassen werden. Wer will das? Dann haben wir von Grishan den Kommentar: Hoffentlich kippt das Gericht den Erlass. Kirche und Staat gehören getrennt, zumal sich die Kirche nicht an die Gesetze des Staates halten muss. Und dann haben wir noch Froschhaarpinsel. Unsere Leitkultur ist das Grundgesetz und das Symbol dafür der Wappen der Bundesrepublik Deutschland. Ende der Geschichte. Warum brauchen irgendwelche Leute dauernd eine Sonderlocke? Ja, die Sonderlocke, das geben wir einmal kurz weiter an meinen Kollegen aus der Landespolitik, Arne Wilsdorf. Arne, wir haben gerade gehört, also die Kreuze dürfen bleiben. In den Kommentaren ist es aber so, dass viele sagen, warum kriegen die da einen Sonderstatus?
Was hast du von der Politik inzwischen eine Reaktion gehört? Haben die etwas dazu gesagt? Nein, aus der Politik habe ich noch nichts gehört. Das bayerische Kabinett tagt zur Stunde bis heute später Nachmittag. Vorher ist eigentlich aus der bayerischen Staatsregierung auch keine Reaktion zu erwarten. Aber um zu sagen, was kann da kommen? Ich denke, die Erleichterung wird natürlich sehr groß sein, dass sozusagen die Rechtsmeinung der bayerischen Staatsregierung, dass das Aufhängen der Kreuze tut, vollkommen korrekt ist, dass daran nicht gerüttelt wird. Also die Erleichterung, denke ich, die wird dann auch dazu führen, dass vielleicht auch in der bayerischen Innenpolitik ein bisschen mehr Gelassenheit eintritt. Wir haben es gerade schon gehört, also das Urteil wurde gesprochen für das Bleiben der Kreuze in den Stuben. Kannst du uns ein bisschen konkreter sagen, was in diesem Urteil die Begründung war? Hast du dazu schon etwas gehört? Nein, ich konnte dem Urteil, ich habe da keinerlei Informationen. Ich bin ja hier in München. Ich kann nur sagen, dass die Staatsregierung hier mit ihrer Rechtsmeinung offenbar bestätigt wurde und sich auch schon, das habe ich in Vorgesprächen erfahren, natürlich darauf einstellt, dass der Bund für Geistesfreiheit vor das Bundesverfassungsgericht zieht und schauen da relativ gelassen drauf. Aber ich sage mal, für die gesamte Diskussion, die Identitätspolitik und die Identitätsstreit, der den ganzen Wahlkampf jetzt geführt, gezeichnet hat. Also hier ging es ja wirklich hoch her mit Antisemitismusvorwürfen, mit Religion und das sozusagen, was zu unserem Freistaat gehört, auch an kultureller Prägung und so weiter, dass das jetzt alles etwas abgekühlt wird, denke ich. Nochmal zur Erinnerung, damals hat der frisch gewählte Ministerpräsident Markus Söder ja mit den Worten, ich habe es mir aufgeschrieben, als Ausdruck der geschichtlichen und kulturellen Prägung Bayerns diesen Kreuzerlass unterschrieben. Und in 1100 Amtsstuben sollte dieses Kreuz im Eingangsbereich gut sichtbar aufgehängt werden. Ich habe gerade eben auch noch mal in der Staatskanzlei nachgeschaut, wo ja das berühmte Foto entstanden ist, als Markus Söder selbst das Kreuz aufgehängt hat. Das Kreuz hängt dort noch direkt rechts neben dem Raum, wo der Pförtner der Staatskanzlei sitzt. Also das bleibt nun einfach hängen und die Staatsregierung wird sehr erleichtert sein. Ministerpräsident Söder wurde damals ja Populismus vorgeworfen, dass er den Kreuzerlass eigentlich nur als Wahlkampfthema genommen hat. Hast du ja auch schon angedeutet bzw. gesagt. Wird damit diese Diskussion aufhören oder müssen wir damit rechnen, dass dieser Vorwurf des Populismus erneut aufgeworfen wird? Also ich denke, dieser Vorwurf, der steht weiterhin im Raum. Den haben ja auch die Kirchen selbst erhoben damals 2018. Die haben gesagt, also das Kreuz aufzuhängen ist einfach ein christliches Symbol und nicht nur ein Zeichen der kulturellen Prägung. Und so wollte es Söder verstanden wissen, natürlich als Zeichen an die Zuwanderer, an die Asylbewerber, die sich zu integrieren haben und zwar eben mit Blick auf die Werte des Christentums, das einfach hier die vorherrschende Religion ist. Also das hat Söder auch nie verheimlicht. Das hat sein Generalsekretär genauso ausgesprochen. Das hat er auch im Interview mit uns vor ein paar Wochen, Markus Blume, der damalige Generalsekretär, nochmal bestätigt, dass das sozusagen den Zuwanderern auch den Weg weisen soll, dass sie hier in einem christlich geprägten Land sich zu integrieren haben. Und die Diskussion um das Kreuz als Symbol dafür, die wird sicherlich weitergehen, nicht so hochgekocht natürlich wie damals, denn die Menschen haben sich natürlich an diese Kreuze in den Amtsstuben, in den Foyers auch gewöhnt. Manche haben auch ganz kreative Lösungen gefunden, ein Amtsgerichtspräsident zum Beispiel im Fränkischen, der hat einfach ein Bild aufgehängt, wo auch ein Halbmond zu erkennen ist und ein Davidstern und ein Kreuz und sagt, damit hat er dem Gesetz Genüge getan, aber er zeigt, dass andere Religionen sich bei Gericht oder auf den bayerischen Ämtern nicht ausgeschlossen fühlen müssen. Das ist ein schönes Abschlussbild, was du uns da gerade gezeichnet hast. Herzlichen Dank, Arne Wilsdorf in München, für all diese Informationen. Ja, das war unser BR24 live zum Kreuzerlass, zum Urteil in Leipzig über den Kreuzerlass von Ministerpräsident Söder. Die Kreuze dürfen also hängen bleiben. Alle Informationen findet ihr bei uns in der App oder im Netz auf br.de. Und bis zum nächsten Mal bei unserem nächsten Stream wünsche ich euch einen schönen Nachmittag.